Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video der Industrievertretung Krause. Heute zeige ich Ihnen den EcoVent Verso, auch KWL EC45 genannt. Durch immer dichtere Wohnräume in der Sanierung sind unsere Gebäudehüllen immer dichter. Es findet immer weniger Luftaustausch statt. Der EcoVent Verso ist eine dezentrale Möglichkeit, vollumfänglich nach der DIN 1946 Teil 6 die B- und Entlüftung sicherzustellen. Gucken wir uns den EcoVent Verso mal im Detail an. Hier sieht man jetzt sehr schön, wie der EcoVent aufgebaut ist. Vorne befindet sich die Innenfassade, an deren Innenseite ein G4-Filter ist, den ich sehr schnell werkzeuglos austauschen kann. Als nächstes haben wir ein Schutzgitter und die Ventilatoreinheit, gefolgt von den Strömungsgleichrichter. Der sorgt für eine optimale Durchströmung des Keramikwärmespeichers. Hier wird die Wärme aufgenommen und nach 60 Sekunden wieder in den Raum zurückgeführt. Dann folgt ein Edelstahlschutzgitter. Das schützt den Keramikwärmetauscher für Verschmutzung. Man kann diese Schutzgitter natürlich reinigen, sehr einfach, indem man die ganze Ventilatoreinheit aus der Hülse herauszieht und dann das Gitter säubert. Schieben wir ihn wieder zurück und setzen die Innenfassade auf. Auf der Außenwand, die Außenfassade, ist sehr robust und aus Edelstahl. Das Besondere an dieser Fassade ist, dass sie eine saubere Abtropfung für Kondensat hat. Somit bleibt Ihre Fassade lange sauber. Im Detail habe ich hier nochmal ein Muster um diesen Schnitt, die Kondensatabtropfleiste, nochmal zu zeigen. Man sieht deutlich, der ist 2,5 cm von der Fassade entfernt. Das Kondensat kann sauber, frei abtropfen. Die Funktionsweise des EcoVent Verso ist ein klassischer Push-and-Pull-Rein- und Rauslüfter. Die Ventilatoreinheit wechselt alle 60 Sekunden die Strömungsrichtung. Zuerst wird die warme Luft aus dem Rauminneren nach außen abgeführt. Die Wärme wird im Keramikspeicher gespeichert. Nach 60 Sekunden dreht sich die Strömungsrichtung und die kältere Außenluft wird in den Raum hineingeblasen. Sie nimmt die Wärme aus dem Wärmespeicher auf. Somit haben wir einen Wärmerückgewinnungsgrad bis zu 88%. Der EcoVent Verso ist eine dezentrale Lösung. Er kann also Einzelräume oder nach einem Lüftungskonzept für Einfamilienhäuser oder Wohnungen genutzt werden und ist besonders da geeignet, wo es beengte Platzverhältnisse gibt. Zwei EcoVents bilden immer eine Einheit und machen zusammen 45 Kubikmeter Luftaustausch. Die EcoVent Verso werden über eine zentrale Steuereinheit gesteuert und synchronisiert. Diese Steuereinheit kann bis zu 8 Geräte gleichzeitig steuern. Auch ungerade Zahlen, also 3, 5 und 7 EcoVent Verso sind möglich. Dadurch eröffnen sich sehr viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten für Ihre Wohnung oder Ihr Einfamilienhaus. Verschaltungsmöglichkeiten und Systembeispiele finden Sie in dem Link unterhalb des Videos. Eine besondere Eigenschaft des EcoVent Verso und seiner Steuereinheit ist, dass hiermit auch Ablufteinheiten miteinander kommunizieren können. Zum Beispiel, wenn Sie im Bad ein Helios ELS oder ein M1 als reines Abluftelement einsetzen. In diesem Fall, wenn also der ELS oder der M1 in den Abluftbetrieb gehen, schalten sich die EcoVent Verso automatisch in den Zuluftbetrieb. Das bedeutet, dass Sie keine weiteren Zuluftelemente in Ihrer Wohneinheit verbauen müssen. So, jetzt zeige ich Ihnen noch ein bisschen Zubehör vom EcoVent Verso, denn auch da haben wir noch einige
wirklich interessante Produkte. Zubehör Rohbauset Fassade. Im Zubehör vom Rohbauset Fassade befindet sich die Wandeinbauhülse DN180 sowie die Außenwandfassade. Die Wandeinbauhülse ist mit Putzdeckeln gegen Verschmutzung gesichert. Außerdem befindet sich schon ein Keil, der zur Neigung nach außen hin verwendet werden kann. Somit kann ich meine Kernbohrung gerade durch die Wand bohren. Für Neubau oder Sanierung haben wir als Zubehör den Wandstein. Ein Styroporblock, in dem schon eine vorgefertigte Bohrung eingefügt ist. Somit kann ich mein Wandeinbauset sehr schnell und einfach in mein Haus integrieren. Der Ecovent Verso kontrollierte Wohnraumlüftung von Helios ist also genau das richtige Produkt für Ihr Einfamilienhaus. Gerne unterstütze ich Sie bei der Auslegung und dem Lüftungskonzept nach DIN 1946. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie uns auch bei Facebook und Instagram. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Ihre Industrievertretung Krause.